Sparen Sie sich Zeit beim Suchen und Recherchieren und durchstöbern Sie unsere ganzheitsmedizinische Datenbank mit der integrierten KI-Sana auf Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Schön, dass Sie wieder bei uns sind im Format Naturmedizin. Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, und zwar Entgiftung. Es ist gefühlt in aller Munde und es springen immer mehr Anbieter, immer mehr Fachleute, wie auch immer, auf den Zug des Entgiftens auf. Und ich glaube, also ich persönlich als Konsument, tue mir sehr, sehr schwer, hier einen guten Überblick zu bekommen über Entgiftungsmethoden, die gut sind oder die sinnvoll sind. Und was entgifte ich und soll ich überhaupt entgiften? Das sind alles Fragen, die wir unserem heutigen Gast gerne stellen. Bei uns ist heute Dr. Med. Anne-Katharina Tschocke, die Expertin für Bakterienheilkunde. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und lade Sie ein, dass Sie sich auch, genau wie ich, Klarheit darüber verschaffen können, über das Thema Entgiften. Bis gleich. Hallo, liebe Anne-Katharina. Sehr schön. Herzlich willkommen. Ich bin sehr froh, dass du da bist. Ja, ich bin gern gekommen. Vielen Dank für die Einladung. Wunderbar. Ich habe es schon eingeleitet. Es geht um das Thema Entgiften und man kommt überhaupt nicht mehr dran vorbei an dem Thema heutzutage. Gefühlt muss man Leber entgiften, Darm entgiften, den ganzen Menschen entgiften und die Umgebung entgiften. Und ja, mag richtig sein, weil wir sind natürlich mit vielen Giften umgeben oder von vielen Giften umgeben und verzehren wahrscheinlich auch viele Gifte, atmen viele Gifte ein etc. pp. Aber grundsätzlich verstehe ich auch, dass viel Unsicherheit und viel Irritation bei dem Otto-Normalverbraucher, bitte jetzt nicht falsch verstehen, also beim Menschen besteht, was soll ich denn überhaupt tun und wer gibt mir denn da sinnvolle Empfehlungen? Also da kann ich beipflichten, da gibt es die abenteuerlichsten Sachen. Was jetzt immer wieder dann an mich herangetragen wird, ist, dass eine Entgiftungskur die Biofilme aus dem Körper ausscheiden soll und dass Leute dann doch ein bisschen verunsichert sind, was ein gutes Zeichen ist, dass sie ihr Bauchgefühl noch haben. Und dann frage ich ja Frau Dr. Tschocke, da wurde ein Film gezeigt, wo dann gezeigt wurde, wie der Biofilm aus dem Körper ausgespült wurde, aus dem Darm. Muss ich das jetzt auch machen? Und dann muss ich tief Luft holen und sagen, ihr Biofilm ist die Schleimschicht, die Mucinschicht auf dem Darmschleimhaut drauf, da lebt das Mikrobiom drin und das sollten Sie bitte zunächst bei sich behalten. Und daran kann man ablesen, dass diese Aggressivität des Marketings nochmal zugenommen hat in letzter Zeit. Und so wie du mich kennst, frage ich ja dann immer gerne, was steckt eigentlich dahinter, dass ich überhaupt die Vorstellung habe, ich muss mich entgiften. Das ist das Gefühl, in einer giftigen Welt zu leben natürlich. Und die ist ja nicht unberechtigt, also das ist tatsächlich so. Nur gibt es nicht bessere Möglichkeiten, als dann den Körper noch zu strapazieren. Mhm. Und ich pflichte dir bei, also diese ganzen selektiven Entgiftungsmethoden, Leberentgiftung, Galleentgiftung und sowas mit rabiaten Methoden, mit Pampelmusensaft im Extrem und dann Öl und dann wieder und dann tauchen blaue Kügelchen in der Toilettenschüssel aus. Rabiat. Und ich habe ja eine Grundhaltung zum Körper, die beinhaltet, dass man liebevoll und sanftmütig mit seinem eigenen Körper umgeht, auch mit allen Themen, die man hat. Jetzt kann ich mich natürlich fragen, warum fühle ich mich denn überhaupt vergiftet? Mhm. Und da gibt es ja verschiedene Gründe und Ursachen. Es kann auf der körperlichen Ebene sein, es kann auf der seelischen Ebene sein, es kann auf der geistigen Ebene sein. Das heißt, wenn ich etwas an mich herangetragen bekomme in dieser Art und mich frage, soll ich das jetzt machen, muss ich das jetzt machen, dann würde ich als erstes mal differenzieren, auf welcher Ebene werde ich denn jetzt angesprochen. Denn viele Anbieter triggern eigentlich so dieses Gefühl, ich bin nicht in Ordnung, wie ich bin. Genau. Und wenn ich das jetzt kaufe, mache, durchfühle, bin ich danach in Ordnung. Mhm. Das heißt, wir haben wieder dieses Schema von, da ist eine Angst, abgelehnt zu werden, krank zu werden oder nicht in Ordnung zu sein. Und dieses Produkt oder diese Methode, die ich kaufe, die ich bezahle, die ich durchführe mit Aufwand und Schmerz und alles Mögliche, dient mir dazu, in einen Zustand zu kommen, wo ich mir mit mir selber wieder zufrieden bin. Und dann würde ich sofort fragen, kann ich von da nach da nicht auch besser hinkommen, mit einer liebevollen Art und Weise. Jetzt kann man sich fragen,
wenn ich das Gefühl habe, ich bin vergiftet, dann geht es ja jetzt mal um den Körper. Wir sprechen jetzt mal nicht von der Umweltvergiftung, die wir ja real haben, sondern von unserem Körper. Dann kann man sich fragen, auf welcher Ebene habe ich das denn aufgenommen? Was nehme ich überhaupt auf? Also körperlich die Ernährung, das Trinken, die Atemluft. Atme ich gut? Esse ich gut? Trinke ich gut? Prüfen. Auf der seelischen Ebene sind aber auch Bilder und Eindrücke und Gedanken. Und auf der geistigen Ebene sind auch Anbindungen. Das ist ein bisschen heikel, das müssen wir jetzt vielleicht nicht ausarbeiten, da reicht die Zeit nicht aus. Aber dass man sich überhaupt mal überlegt, was nehme ich auf insgesamt, kann man da auch mal aufschreiben. Am Ende des Tages, was habe ich heute aufgenommen? Luft, Trinken, Essen, mit den Augen, mit den Ohren, mit der Nase, mit dem Mund, mit der Haut und sowas, wirklich mal aufführen. Ja, Luft ist schwierig, oder? Das sehen wir nicht, also die Inhaltsstoffe. Ist aber trotzdem interessant. Also da, wo ich derzeit lebe, sind im Dorf 3 Massentierhaltungen. Wenn es dann heiß ist und ich will im Sommer lüften, dann mache ich das Fenster gleich wieder zu, weil es so stinkt. Mhm. Und da will man ja nicht bleiben. Also da müssen dann unter Umständen mal grundsätzliche Fragen auch angegangen werden. Angenommen, ich arbeite als Bauarbeiter, als Arbeiter in einer reifenverarbeitenden Firma, ich fantasiere jetzt mal was, und habe jeden Tag toxische Gase, dann muss ich mich fragen, ist das wirklich das, was ich tue? Mhm. Ja. Ja, oder ich habe in der Toilette ein Spray, der immer einen angeblichen Wohlgeruch verursacht. Das ist aber Chemie. Will ich das atmen? Also, dass man wirklich überlegt, was habe ich heute eingeatmet? Das kann man mal machen. Das ist Arbeit, muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Kann man auch über mehrere Tage strecken. Aber das ist ja Voraussetzung, um zu wissen, was nehme ich auf? Denn das kann ich am leichtesten abstellen. Das Zweite ist, was bleibt in meinem Körper? Wie ist das mit meinem Fließgleichgewicht? Der Mensch ist ja vom Wesen her, vom ganzen System darauf ausgelegt, aufzunehmen und auszuscheiden. Wie sieht es denn so aus mit dem Empfangen und mit dem Geben? Ja, fließt es eigentlich in meinem Körper? Dazu gehört auch, trinke ich überhaupt genug? Ja, dass das durchfließen kann. Also, dass man den Bereich mal prüft. Und dann, wie sieht es um meine Ausscheidungen aus? Und wir scheiden aus dem Körper ja aus durch die Haut, durch die Atemluft, durch den Urin und durch den Stuhl. Also alles, was aus dem Körper rausgeht, hat potenziell auch eine Ausscheidungsfunktion. Das heißt, man würde gucken, funktioniert meine Leber, funktioniert meine Niere, funktioniert meine Haut? Und dazu gehört auch natürlich wieder das, was ich aufgenommen habe oder was ich auf die Haut drauf schmiere. Kann meine Haut überhaupt ausscheiden oder schmiere ich da jeden Tag eine Creme mit Chemie drauf, die dann eben diese Ausscheidungswege auch wieder unterdrückt? Das heißt, man hat eine ganze Bandbreite von erstmal Möglichkeiten, wo man hinguckt, um zu prüfen, wie stehe ich in der Welt? Ja, ich sehe dein Gesicht, du guckst ziemlich zerknirscht. Das ist Arbeit. Aber das kostet erstmal kein Geld. Richtig. Es ist ja viel einfacher zu sagen, zu versprechen, ich mache das mit Ihnen, Sie zahlen da 500 Euro für oder Schweizer Franken. Dann ist es so, das ist billig und also es ist teuer und verstehst du, billig im Sinne von, es ist auf Dauer keine Lösung. Also wenn ich vor allen Dingen, ich finde es ja auch wichtig, ne, wenn ich jetzt vielleicht gehe zu jemandem, zu einem Fachmann, bei dem ich mich beraten lasse, wenn ich ihm diese Dinge eben einfach auch schon mal vorlegen kann, ne? Was, also, dass ich aufgeschrieben habe, in welcher Umgebung lebe ich, ne? Was habe ich eingeatmet und so weiter und so fort. Das muss nicht heißen, dass der Fachmann, dem ich mich anvertraue, dass der sich damit auch auseinandersetzt. Ja, du weißt ja, der Begriff Fachbegriff heißt, es gibt viele Fächer. Mhm. Ja, und ein Fachmann beherrscht ein Fach. Ja. Und ja, worauf ich jetzt gerade schon wieder hinweise, ist im Sinne des Universalgenies von Goethe oder so, ja, dass man mal aufmacht und eben nicht zu 1000-fach Leuten läuft, der jeder in seinem Fach das Berechtigte sagt. Ja. Und dann sitzt man wieder verwirrt zu Hause. Sondern dass man sich selbst zu seiner eigenen Fachfrau, zu seinem eigenen Fachexperten macht und sich die Mühe gibt, sich mit sich zu beschäftigen. Ja. Wenn man das Gefühl hat, ich muss entgiften, dann ist die erste Aufgabe, sich mit sich zu beschäftigen. Das ist so. Es kostet aber kein Geld, es kostet ein bisschen Zeit, es macht aber Spaß. Es hat nämlich was mit Beziehung zu sich selbst zu tun. Und dass man dann das, was ich jetzt alles aufgeführt habe, mal macht. Und dann kann man ja gucken am Körper, wie kann man denn diese, also ich fange dann gern hinten an, mit der Unterstützung der Ausscheidungsfunktionen. Zum Beispiel laufen gehen, spazieren gehen, mehr abatmen. Ja, also tief durchatmen, kann man auch im Büro am offenen Fenster in der Mittagspause
tief durchatmen, tief abatmen. Nicht, dass man umfällt, aber einfach bewusst abatmen. Weil ganz viele Säurevalenzen, die ja Giftstoffe im Körper festhalten, kann man ja über den Atem abatmen. Das ist das Einfachste. Mhm. Frischer Waldspaziergang, muss man auch keinen Kurs in Waldbaden buchen. Man darf einfach mal in den Wald rausgehen. Und dann, du merkst schon, dann ist man gleich wieder bei der Aufnahme von was Positiven und dann atmet das ab, was man braucht. Dann kann man natürlich das Darmmikrobiom prüfen. Da haben wir schon so viel drüber gemacht, da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. Das sind ja meine Bücher, Darmbakterien als Schlüssel zur Gesundheit und auch natürlich Heilen mit Bakterien. So die Literatur, die einem da beim Vertiefen hilft, das kann man jetzt in der kurzen Zeit nicht alles nochmal aufzählen, aber richtig. Die Bakterien sind ja die Verwandlungsexperten. Das heißt, das Mikrobiom, die Frage, welches Mikrobiom, wie ist mein Mikrobiom zusammengesetzt, ist ganz zentral für die Frage der Aufnahme, des Verbleibs im Körper und der Ausscheidung. Weil Bakterien nehmen wir auf, haben sie in uns, scheiden sie aus und dafür, also die sind diejenigen, die diesen ganzen Prozess gestalten. Das heißt, ich prüfe, welche Ausscheidungsmöglichkeiten habe ich und dann kann man natürlich, wenn man das Gefühl hat, der Urin ist ständig quittegelb, dann hat man zu wenig getrunken, weil ein Urin, wenn man genug getrunken hat, ist fast farblos. Mhm. Eine Ausscheidung, ein Stuhl, der stinkt, ist Ausdruck davon, dass das Mikrobiom nicht stimmt und dass Substanzen im Körper drin sind, die mit den Bakterien, die da sind, einen unangenehmen Geruch. Gibt es gänzlich geruchsneutralen Stuhl? Gesunder Stuhl ist geruchlos. Ja, ehrlich? Hat nur so einen ganz zarten, arteigenen okay. Geruch. Mhm. Ja, also Babystuhl hat mehr so einen Bifidus-Geruch, ne? Da sind andere Bakterien drin. Aber ein gesunder Stuhl, das muss nicht immer stinken, wenn man es aufs Klo geht. Ja, dann stimmt was mit der Ernährung nicht. Das ist ja auch ein Teil, der ist eigentlich ganz zentral. Was habe ich aufgenommen? Und wenn ich immer Gifte aufnehme, Konservierungsstoffe, Emulgatoren, künstliche Farbstoffe, ich habe jetzt unterwegs dann, weil ich ja in 2 Tagen immer hierher reise, dann habe ich natürlich zwischendurch dann mal beim Bäcker eingekauft, habe ich das in die Dose getan. Das ist ja Gummi, wenn man das in die Dose getan hat. So ein Brötchen ist ja so ein Schlabberding, da merkt man so richtig, dann sind Feuchtmacher drin. Das ist alles Chemie. Die nehme ich am besten gar nicht erst auf, dann brauche ich sie auch nicht zu entgiften. Das heißt, man kauft nur im Bioladen ein. Was anderes kann man sich heute als gesund sein wollender Mensch gar nicht mehr leisten, weil alles andere hat synthetische Zusatzstoffe, die den Körper vergiften. Das ist ja Ressourcenvergeudung ohne Ende, dass ich erst die chemischen Substanzen aufnehme, die auch mit Ressourcenverbrauch hergestellt werden und dann wieder mit Ressourcenverbrauch entgifte und dann setze ich mich auf die Domplatte und protestiere wegen dem Klima. Da kann man beim eigenen Körperklima dann schon mal gleich anfangen, indem man von vornherein, da bin ich auch radikal, wenn man Gesundheit ernst nimmt, dann muss man radikal sein. Radix, lateinisch, heißt die Wurzel. Radikal heißt auf die Wurzel zurückgehen. Und da bin ich radikal und sage, Homo sapiens ist nicht vorgesehen, um chemisch-synthetische Substanzen aufzunehmen. Ich habe in einem der früheren Gespräche, die du schon, oder Interviews, die du gegeben hast, dann auch mal gehört, dass Konservierungsstoffe, also der Hintergrund der Konservierungsstoffe, also die werden... Die dienen dem Händler. Genau, dass die Ware länger... im Regal stehen bleibt, ja. ...brauchbar ist, aber dass... Und die konservieren dann im Körper, dass es nicht verdaut werden soll. Ja, wir wollen ja, dass es möglichst gut verdaut und verwandelt wird. Konservare heißt bewahren, es soll so bleiben, wie es ist. Das passt nicht zusammen. Wenn das war für mich auch so. Da ging mir auch wieder ein Licht auf. Ja, danke. Wir sitzen ja hier zwecks der Erleuchtung. In jeder Form. Ja, ne? Das heißt, entgiften muss ich ja nur dann, wenn ich toxische Substanzen aufgenommen habe. Die kann ich also alle weglassen, muss ich das auch nicht entgiften. Und was ganz wesentlich unterschätzt wird, ist das Aufnehmen von toxischen Eindrücken mit den Sinnen. Wenn ich mir Bilder angucke, die toxische Situationen darstellen, eine Kriegssituation, ein Computerspiel, dann ist das etwas, was auf meine Sinne, über meine Sinne in die Zellen wirkt und bis ins Körperliche rein wirkt. Das weiß jeder, dass sich so ein Krimi dann auch so auf die Anspannung überträgt oder so. Alles, was ich sehe, was ich höre, überträgt sich auf die Zellen. Als Schwingungsmuster, als substanzialisierter Eindruck, dafür sind die Sinne ja auch da. Und da kann man ganz viel Detox betreiben.
Also so spannende Sachen sind mal eine Woche ohne Computer, ohne Handy, ohne Autofahren oder sowas. Geht nur im Urlaub, natürlich. Ja, richtig. Aber um mal wieder Mensch zu werden, Homo sapiens mit Planet Erde, das ist ja das eigentlich radikal Gesunde. Da gehören wir hin. Alles andere ist künstlich und macht uns jetzt die Probleme, dass wir toxisch werden. Das heißt, welche toxischen akustischen Signale, optische Signale, Geschmackstoxizität, ne, was esse ich, weil die Packung schön aussah und eigentlich schmeckt es gar nicht. Das kann man prüfen, indem man ganz gründlich kaut, richtig ganz gründlich lange im Mund lassen. Dann merkt man, wenn der erste Wall von künstlichem Geschmack weg ist, dann schmeckt es nach Stroh oder Pappe oder Chemie. Ausspucken dann. Am besten. Und ein Aspekt, der von den meisten Menschen unterschätzt wird, ist, welche Gedanken habe ich? Und welche Beziehungen habe ich? Das gibt sogar jetzt den Fachbegriff toxische Beziehungen und toxische Gedanken. Und wenn einer sich angesprochen fühlt, oder jemand sich angesprochen fühlt von einer Entgiftungskur, ist es ja ein wichtiger Hinweis. Das heißt, ich fühle mich angesprochen, etwas zu tun für mich, da stimmt was nicht. Das darf man ja dann ruhig ernst nehmen und nicht sagen, Frau Dr. Jogger hat gesagt, Entgiftungskuren sind doof, sondern aha, das ist, ich nehme wahr, in mir gibt es Bedarf. Und dass man dann die Sachen prüft, die wir jetzt aufgezählt haben und dazu auch dazu nimmt, wie denke ich eigentlich auch über mich den ganzen Tag? Wie fühle ich mich als Mensch in der Welt? Und was erlebe ich? Habe ich einen Chef, der mich jeden Tag deckelt, wo ich keine Wertschätzung habe und gehe nach Hause mit dem hängenden Kopf und habe ein toxisches Gefühl von hier, für mich ist kein Platz und ist alles nichts wert und sowas, dann geht es darum, die Ursache zu ändern und schlimmstenfalls einen anderen Job zu finden. Radikal, radix die Wurzel. Weil jeder von uns ist wert, wertgeschätzt zu werden und es ist wert, sein Potenzial zu entfalten. Was ist der Sinn unseres Lebens hier? Es ist die Menschlichkeit. Wir sind in erster Linie Mensch. Und wenn ich mich als Mensch nicht entfalten kann, weil ich entweder eigene Gedankenprogramme habe, die mich blockieren, oder wenn Menschen von außen mich blockieren oder gewisse Umstände, dann ist meine Verantwortung als Mensch zu gucken, wo kann ich in die Wandlung gehen? Wo kann ich in die Veränderung gehen? Nicht alles auf einmal, es gibt Leute, die machen das, okay, aber muss nicht sein. Aber dann Zettel nehmen, aufschreiben, wirklich sich darüber klar werden und eine Prioritätenliste sagen. Als erstes ist das Essen, das zweite das Trinken, das dritte ist den Chef, das vierte ist die Ehe. Ich bin jetzt ein bisschen radikal, aber lustig, ne, dass ich bei dem Thema so dieses Wort radikal so auf der Zunge habe. Aber ich glaube, das geht, darum, nicht anders, dass wir Menschen erkennen, dass die Welt, in der wir leben, so toxisch ist, dass jeder von uns anfangen darf, wirklich zu prüfen, wo kann ich diese Toxizität reduzieren? Ja, also das eigene Leben entgiften und weil du vorhin angesprochen hast, dann den Job wechseln, aber das ist ja auch wieder noch nicht die Radix, ne? Also den Job wechseln, ich nehme mich ja immer mit, ne? Also das stimmt, das stimmt. Das geht ineinander, es geht miteinander, geht miteinander einher. Ja. Wir haben immer die Möglichkeit, uns selber so zu verwandeln, dass die Umwelt darauf reagiert und dieselbe Situation löst sich auf. Ja. Aber es gibt auch Situationen, wo zum Beispiel selbstverliebte Menschen im Umkreis sind, Narzissten. Das ist immer eine toxische Verbindung. Und dann ist angesagt, dass man sich in Sicherheit bringt und nicht in dieser toxischen Beziehung stecken bleibt. Mhm. Also toxische Eltern, also narzisstische Elternbeziehungen sind ja etwas, was jemanden ein Leben lang verfolgt. Natürlich kann man an sich arbeiten, aber man muss nicht dran zerbrechen, dass man nicht schafft, in 3 Jahren Therapie alle traumatischen Folgen einer toxischen Beziehung aufzulösen. Dann muss man sich einen sicheren Raum suchen. Den gibt es auch. Es gibt für jeden Menschen einen Platz, der passt. Vielleicht nur vorübergehend, dass man sagt, ich brauche jetzt mal ein bisschen Polsterung, dass meine eigenen Strukturen, mit denen ich mich kräftigen kann, so stärken, dass ich dann später vielleicht auch wieder was anderes ab kann. Also gut hinspüren. Wir haben ja unser Bauchgefühl, unsere innere Anbindung, unsere geistigen Helfer und die Mikroben, dass man gut hinspürt, was ist für mich der passende Weg? Es gibt so viele Wege, wie es Menschen auf der Erde gibt. Es ist dann zwar schwierig, ne, weil die meisten Menschen, die so in so schwierigen Situationen stecken, die fühlen sich ja nicht mehr. Ne? Also die sind schon so weit weg von sich selbst. Das stimmt. Ne? Und, aber auch da... Ich denke immer, wenn man Hilfe sucht, ne, wenn man ehrlichen Herzens eben einfach auch bereit ist,
sich selbst zu entgiften, das eigene Bewusstsein zu entgiften, meine ich jetzt damit. Ne? Also das Denken zu verändern, dann wird man auch resonanzfähig für Lösungen und dann wird es auch Lösungen geben, die einen wieder aus dieser, ich sage jetzt mal, aus dieser eigenen Dunkelheit oder aus dieser eigenen Entfremdung holen, oder? Das hast du schön gesagt. Und vielleicht klemmt man sich so einen Klebezettel an den Spiegel, das Universum liebt mich. Ja. Es gibt übrigens, wie heißt denn das, von Doreen Virtue, wenn man mit Engeln so ein bisschen kann. Ne? Das ist nicht für jeden. Wenn man so eine Affinität hat. Mhm. Ja, Engelhilfe für jeden Tag, dann kann man einfach mal blättern und sich einen Zuspruch geben. Oder Melody Beatty hat mal ein Buch geschrieben, Die Kraft zum Loslassen, speziell für toxische Beziehungen. Mhm. Wo man sich dann auch, wenn man jetzt keinen Menschen hat, einfach über Literatur Hilfe zukommen lässt, indem man sich selber mit Hilfe eines solchen Buches jeden Tag wieder Mut zuspricht und sich selber zuspricht, dass wir eigentlich in einer Welt leben, die uns liebt. Leben kann nur alles Leben ist aus der Liebe geschaffen. Probleme sind für uns und nicht gegen uns. Ja, aber eigentlich, ja, wer sagt uns am Tag, du bist ein geliebtes Wesen der Schöpfung? Ja, das kommt nicht so oft vor. Ne? Man schlägt die Zeitung auf und denkt, oh, das Leben ist so, wie es in der Zeitung steht. Ja, und deshalb ist es gut, dann einen Ausgleich zu schaffen und sich dann irgendwie auch von anderen Quellen den Zuspruch zu holen oder diese Sendung nochmal anzugucken und sagen, wir zwei sagen Ihnen, Sie sind ein geliebtes Wesen. Ja, dass man sich das sagt, weil Leben kann nur aus der Liebe heraus leben, sonst gibt es kein Leben. Und jeder, der lebt, lebt und ist per se mal geliebt. Und das muss man sich aber, wenn man es gerade mal nicht erlebt, richtig wiederholen, sagen, sich selbst zusprechen. Ja. Ja. Und wenn jemand, wie du sagst, aufgrund schwerer Traumatisierung, und das nimmt ja zu, die Umstände Corona, die 3 Jahre Corona waren ja für die jungen Menschen, Kinder eine einzige Traumatisierung oder für alte, auch einsame Menschen, dass man aber von dem ausgeht, was man gerade wahrnimmt. Zum Beispiel, ich fühle mich einsam. Und dass man dann guckt, wie kann ich jetzt Wege finden, aus dem, was ich wahrnehme, mich selber wieder mehr zu fühlen. Dass man das für sich als Lebensweg nimmt, als Initiierung für einen Lebensweg. Ich möchte einfach alle ermutigen, den eigenen Weg da anzufangen, wo man sich gerade fühlt. Und sagt, mein Körper ist so hässlich, ich bin so dick, ich bin so Pickel im Gesicht oder hässliche Haare oder sowas, dass man sich mal hinterfragt, wer spricht denn da eigentlich? Bin das ich? Finde ich mich wirklich hässlich oder denke ich nur, die anderen finden mich hässlich und würden mich ablehnen und ich habe Angst? Und dass man sich wirklich liebevoll sich selbst zuwendet und alle Wege nutzt, einen Schmetterling und mal den Vögeln zugucken, die fliegen einfach, ja, die blühen einfach. Und ein Gänseblümchen sagt, nee, ich bin so klein, die Sonnenblume ist so groß. Dann die blüht einfach. Da kann man sich von der Natur ganz viel Zuspruch auch dann holen. Mhm. Jetzt sind wir vom Entgiften. Ganz vom Entgiften weggekommen. Deswegen wollte ich den Bogen nochmal zum Entgiften hinspannen. Du bist ja auch eine Verfechterin der effektiven Mikroorganismen. Also dir geht es ja auch immer darum, den Körper einfach zu unterstützen in seinen Bemühungen und ihm einfach das zu geben, was er braucht, um in die Eigenregulation zu kommen. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen zusammengefasst. Genau. Ne? Nur ich verfechte nicht, sondern ich liebe die Bakterien. Ja. Wir wollen ja weg von dem militärischen Vokabular. Genau. Ja, also die effektiven Mikroorganismen wären auch ein guter Schritt. Die unterstützen einen sehr. Also gerade über die Haut, da fällt mir aber noch was ein, was auch ganz einfach ist, was jeder machen kann. Sich ein gutes Meersalz in der Drogerie besorgen, einen kleinen Mörser, das fein reiben. In die Dusche stellen, muss warm sein, für 20 Minuten Zeit haben. Körper nass machen, immer mit den Fingern in das Salz und den ganzen Körper mit Salz einfach einreiben. Wie so ein Peeling. Also je gröber das ist, desto mehr Peeling. Einfach den ganzen Körper damit einreiben, dann körnt es erst so und dann wird es ein bisschen so geschmeidig wie so eine Sohle. Das macht man 20 Minuten immer wieder Wasser und ein bisschen nass. Und so reibt sich das ein und das Salz holt auch Toxine aus der Haut raus. Ach ja. Das ist super billig, super einfach, kann man 2-3 Mal die Woche machen oder nur einmal im Monat, wenn man Spaß hat. Und dann merkt man, die Reaktion des Körpers ist, dass die Haut Substanzen rausschmeißt, die sie nicht mehr braucht, was man vielleicht draufgeschmiert hat oder aufgenommen hat. So eine ganz konkrete Entgiftungsmöglichkeit, mit der man den Körper gut unterstützen kann. Ja, sehr gut. Und dann ein bisschen Abstand, die Bakterien drüber,
die regulieren sich auch mit dem Salz schon von selber. Aber das kann man dann unterstützen mit den effektiven Mikroorganismen, weil die ja diese Verwandlungskünstler, die Toxine auch wirklich aufspalten können. Da würde ich dann auch aber, wenn das ansteht, über eine innere Mikrobiomtherapie, wie das im Natürlichheim mit Bakterien aufgeführt ist, wirklich auch, kommt wieder Zahnpasta rein, bakterienfreundliche Zahnpasta, bakterienfreundlich leben. Und dann können einen die effektiven Mikroorganismen beim Entgiften tatsächlich auch unterstützen, beim Fördern der Ausscheidungsfunktionen des Körpers. Also deine Bücher ganz wertvoll, weil sie eben einfach alles das enthalten, was wir dazu tun können, damit wir für unser Leben etwas tun und nicht gegen das Leben. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer gerne noch mehr von dir wissen möchten oder über dich erfahren möchten, über das, was du tust oder was du anbietest, deine Bücher finden, wo tut man denn das am besten? Auf der Website www.darmbakterien-buch.de. Dann gibt es noch eine Seite, die heißt www.vitaminemitherz.de. Da kann man sich mal angucken, womit man wirklich substanziell die Zellen wieder aufbaut. Vitaminemitherz.de. Und auf der Darmbakterien-buch.de sind auch Veranstaltungen drauf. Es gibt Online-Kurse jetzt neuerdings auch mit mir, die man buchen kann, bequem von zu Hause, vom Schreibtisch oder vom Sofa aus machen kann, jede Zeit zu eigener Wahl. Die sind dann unter Veranstaltungen in der Rubrik Verschiedenes Veranstaltungen auf dieser Website zu finden. Wunderbar. Freue ich mich auch sehr. Ja, genau, richtig. Also da kann man dann Selbstfürsorge im großen Umfang betreiben. Genau. Ja. Und natürlich gibt es auf unserem Kanal bei QS24TV natürlich schon jede Menge sehr, sehr wertvoller Interviews mit dir. Und die sind auf meiner Website unter Videos verlinkt. Tatsächlich auch mit drauf. Na super, kann man wunderbar. Da alle aufgeführt mit Themen, kann man gucken. Sehr gut. Ja. Dann danke ich dir mal wieder für dein wertvolles Wissen, das du mit uns geteilt hast zum Thema Entgiftung. Mhm. Und vor allen Dingen für das Ganzheitliche, ne? Dass man nicht nur auf das Physische bezogen, sondern das war ja jetzt eine Sendung, die auch die Psyche, das Ganzheitliche wirklich, also den ganzen Menschen in seiner Summe mit seinen Gedanken, mit seinem Bewusstsein auch mit einschließt. Vor allen Dingen mit dem Bewusstsein, ich bin gut, wie ich bin. Ich kann das unterstützen, aber ich muss mich. Bin nicht schlecht und muss mich entgiften, sondern ich kann mich unterstützen und ich bin gut, wie ich bin. Ganz genau. Wunderbar. Danke für dieses Schlusswort noch. Ich freue mich schon auf weitere Gespräche und ich wünsche dir noch viel Erfolg bei deiner Mission, bei deiner Botschaft, die du in die Welt hinausträgst für die Mikroben, für das Leben. Danke sehr. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, leider sind wir schon wieder am Ende bei diesem oder in diesem spannenden Interview. Bleiben Sie bitte achtsam, wachsam und liebevoll mit sich selbst. Das haben wir jetzt auch von unserem heutigen Gast gehört. Das ist ganz wichtig. Das Universum liebt Sie, liebt uns alle. Und vielleicht ist das die wichtigste Botschaft, die wir mitnehmen, auch aus diesem Gespräch. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin, alles Liebe.